Signori cardinali, venerati fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle, nella solennità di Cristo, Re dell'Universo, meine Herren Kardinäle, verehrte Brüder im Bischofs- und Priesteramt, liebe Brüder und Schwestern, in der Feierlichkeit des Hochfestes Christi des Himmelskönigs haben wir die Freude, uns gemeinsam um den Altar des Herrn zu versammeln, zusammen mit den neuen 24 Kardinälen der Heiligen Römischen Kirche, die ich gestern in das Kardinalskollegium aufgenommen habe. An Sie vor allem richte ich meinen herzlichen Gruß, den ich auch an alle anderen Pupoträger und an alle hier Anwesenden richte, wie besonders auch an alle ehrenwerten Autoritäten, Botschafter, an alle Priester und Angehörigen geistlicher Gemeinschaften, sowie an alle Gläubigen, die zu diesem freudigen Ereignis aus verschiedenen Teilen der Welt gekommen sind und damit dieser Feier einen universellen Charakter verleihen. Viele von euch werden bemerkt haben, dass auch das vorige öffentliche Konsistorium für die Kreierung der Kardinäle im November 2007 am Hochfest Christkönig gefeiert wurde. Seither sind 3 Jahre vergangen und nach dem liturgischen Zyklus der biblischen Sonntagslesungen begegnet uns das Wort Gottes wieder an diesem ganz wichtigen Hochfest. Es stellt uns am letzten Sonntag des liturgischen Jahres und am Ende des Glaubensweges das königliche Antlitz Christi vor Augen, wie den Pantokrator, den Weltenherrscher, in der Apsis einer antiken Basilika. Dieses Zusammentreffen lädt uns ein, im Lichte der einzigartigen Wirklichkeit Jesu, unseres Herrn, sehr eingehend über das Amt des Bischofs von Rom nachzudenken und damit verbunden auch über das der Kardinäle. Der erste Dienst des Nachfolgers Petri ist ein Dienst des Glaubens. Im Neuen Testament wird Petrus zum Felsen der Kirche und zum Überbringer des Glaubens. Pietra della Chiesa in quanto portatore del Credo. Das Wir der Kirche beginnt mit dem Namen, den derjenige erhält, der zuerst seinen Glauben an Christus bekannt hat. Es beginnt mit seinem Glauben. Ein Glaube, der zuerst unreif war und noch gleichsam zu menschlich, aber dann durch das Osterereignis erwachsen wurde und fähig, Christus nachzufolgen und sich selbst zu geben. Erwachsen durch den Glauben, dass Jesus wahrhaft der König ist, dass er geeignet ist, weil er am Kreuz geblieben ist und in jener Weise das Leben für die Sünder hingegeben hat. Im Evangelium wird sichtbar, dass alle von Christus verlangen, vom Kreuz herabzusteigen. Sie verspotten ihn. Aber das ist auch eine Art, sich zu entschuldigen, indem man sagt, es ist nicht unsere Schuld, dass du da am Kreuz bist. Es ist allein deine eigene Schuld, denn wenn du wirklich der Sohn Gottes wärst, der König der Juden, dann würdest du da gar nicht bleiben, sondern dich vor diesem schändlichen Blutgericht retten. Da du also dort bleibst, heißt dies, dass du Unrecht hast und wir Recht haben. Dunque, se rimani lì vuol dire che tu hai torto e noi abbiamo ragione. Das Drama, das sich unter dem Kreuz Jesu abspielt, ist ein universales Drama. Es betrifft alle Menschen, die Front machen gegen Gott, der sich offenbart hat. Und zwar in dem, der die Liebe ist. Im gekreuzigten Jesus ist das Göttliche entstellt, allen sichtbaren Ruhmes beraubt. Aber es ist da und wirklich. Allein der Glaube erkennt das. Der Glaube von Maria, die ihrem Herzen auch diesen letzten Mosaikstein im Leben ihres Sohnes bewahrt. Sie sieht noch nicht alles, aber sie bleibt bei ihrem Glauben an Gott, indem sie in ihrer Verlassenheit sich selbst noch einmal wiederholt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Ma continua a confidare in Dio, ripetendo ancora una volta con lo stesso abbandono, ecco, la serva del Signore.
Und dann gibt es den Glauben des guten Schächers, ein kaum entworfener Glaube, der aber dennoch genügt, um sich der Rettung zu versichern. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Entscheidend ist dieses mit mir. Ja, es ist der, der ihn rettet. Sicher, der gute Schächer ist am Kreuz wie Jesus, aber mir noch, er ist am Kreuz mit Jesus. Und im Unterschied zu dem anderen Übeltäter und zu all denen, die ihn verachten, sagt er nicht zu Jesus, steig herab vom Kreuz oder lass mich vom Kreuz herabsteigen. Er sagt dagegen, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst. Non chiede a Gesù di scendere dalla croce né di farlo scendere. Dice invece, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Lo vede in croce. Er sieht den Herrn am Kreuz, entstellt und nicht mehr wiederzuerkennen. Dennoch verlässt er sich auf ihn, wie auf einen König. Besser noch, wie mit einem König. Der gute Schächer glaubt an das, was auf jener Tafel über dem Haupt von Jesus geschrieben steht, der König der Juden. Er glaubt das und er verlässt sich auf ihn. Dadurch ist er schon sofort im Heute Gottes, im Paradies, weil das Paradies eben dies ist, mit Jesus sein, mit Gott sein. Hier also, liebe Brüder, zeigt sich ganz klar die erste und grundlegende Botschaft, die das Wort des lebendigen Gottes heute an uns richtet, an mich, den Nachfolger Petri, und an euch, Kardinäle. Sie fordert uns auf, bei und mit Jesus zu bleiben, wie Maria, und ihn nicht aufzufordern, vom Kreuz herabzusteigen, sondern dort mit ihm zu bleiben. Ma rimanere lì con lui. E questo è il motivo del nostro ministero. Dobbiamo farlo non solo per noi stessi, ma per tutta la Chiesa, per tutto il popolo di Dio. Sappiamo dai Vangeli che la croce fu il punto critico della fede di Simon Bild unseres Dienstes müssen wir nicht nur für uns selbst annehmen, sondern für die ganze Kirche, für das ganze Gottesvolk. Wir wissen aus den Evangelien, wie das Kreuz der kritische Punkt im Glauben von Simon Petrus und der anderen Apostel gewesen ist. Es ist klar und kann nicht anders sein. Wir sind Menschen und denken wie Menschen. Wir können den Gedanken eines gekreuzigten Messias nicht ertragen. Die Bekehrung des Petrus verwirklicht sich in ihrem vollen Reichtum, als er darauf verzichtet, Jesus zu retten. Und als er es annimmt, durch ihn gerettet zu sein. Als er darauf verzichtet, Jesus vor dem Kreuz zu bewahren und annimmt, durch sein Kreuz selbst gerettet zu sein, wie der Herr bei Lukas im 22. Kapitel sagt. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Der Dienst Petri besteht gänzlich in seinem Glauben, einem Glauben, der Jesus sofort erkennt, von vornherein, als unverfälscht, als Geschenk vom himmlischen Vater. Aber es ist ein Glaube, der es über den Skandal des Kreuzes hinaus schaffen muss, um echt zu werden, um wirklich christlich zu werden, um ein Felsen zu werden, auf dem Christus seine Kirche erbauen kann. Su cui Gesù possa costruire la sua Chiesa. Die Teilnahme an der Herrschaft Christi wird nur wahrhaftig begründet in der Teilhabe an seiner Erniedrigung, seiner Schwäche am Kreuz. Auch mein Dienst, liebe Brüder, und damit also auch eurer, besteht gänzlich im Glauben. Jesus kann nur insoweit seine Kirche auf euch erbauen, wie er in euch diesen wahren Glauben findet, den österlichen Glauben, der Christus nicht vom Kreuz herabholen will, sondern der ihm am Kreuz treu bleibt. In diesem Sinne ist der echte Platz des Stellvertreters Christi das Kreuz, das Verharren im Gehorsam des Kreuzes. Die
della croce. È difficile questo ministero. Dieser Dienst ist schwierig, weil er sich nicht in die Art und Weise des Denkens der Menschen einreiht, in diese natürliche Logik, die im Übrigen auch in uns selbst immer aktiv bleibt. Aber dies ist und bleibt unser allererster Dienst, der Dienst des Glaubens, der das ganze Leben verändert. Zu glauben, dass Jesus Gott ist, zu glauben, dass er selbst der König ist, weil er an diesem Punkt angekommen ist, weil er uns bis zum Äußersten geliebt hat.